Im Dialog zur Auswahl von Paketen werden Ihnen diese als Liste angezeigt. In der ersten Spalte haben Sie die Möglichkeit, die gewünschten Pakete zu wählen. Sie könnten genauso per Klick in die Checkbox ganz oben alle markieren oder alle demarkieren. In der zweiten Spalte sehen Sie eventuell hinterlegte Bilder, dann die entsprechenden Texte, dann die Beträge und die Währungseinheit, die ebenso wie die Texte hier nicht änderbar sind. Sie wählen per Klick in die entsprechenden Checkboxen einfach die gewünschten Pakete der Liste aus. Berücksichtigen Sie bitte dabei, dass Sie hier prüfen dürfen, ob die von Ihnen gewählten Pakete wirklich miteinander kombinierbar sind. Es erfolgt hier keine Querprüfung. Es obliegt also Ihnen, dies sicherzustellen. Wenn die gewünschte Paketanzahl ausgewählt ist, Sie sehen in der Schaltfläche hinzufügen, einfach immer noch mal in Klammern, wie viele Pakete jetzt gewählt sind, können Sie die entsprechende Paketauswahl mittels Hinzufügen in den Ausgangsdialog übernehmen. Mit Abbrechen haben Sie die Möglichkeit, sowohl die Auswahl als auch den Dialog ohne Übernahme entsprechend zu beenden.